So, dann ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich natürlich, hier auf dem Schloss Wartensee sein zu können. Und vielen Dank, Leopold Dick und Kathleen King, die das eigentlich organisiert haben. Das Thema Doing Music Philosophy ist nicht von mir, sondern es wurde hier an mich herangetragen. Es wurde eine freie Ausführung zu dem Themenkomplex Doing Music Philosophy auf dem Gebiet der neuen zeitgenössischen Musik gewünscht. Vornehmlich am Beispiel also meiner eigenen Rolle und Performance im Zusammenspiel mit anderen Playern der Szene. Und das hat mit der Ausrichtung des Forschungsprojekts zu tun, zu dem wir uns hier auch versammelt haben. Musikphilosophie soll weniger als systematisches Gedankenmodell hier erörtert werden, sondern vor allem als ein kommunikatives, gemeinschaftliches Tun. Es soll also mehr um den performativen Akt des Philosophierens gehen. Das heißt, ich bin eingeladen worden, hier eher wie ein Künstler und Komponist zu berichten. Und da ist es sehr oft so, dass man eben einen eigenen Werkbericht erstellt und damit die eigenen biografischen Erlebnisse mit dem Komponieren oder mit dem Kreieren verbindet. Und so wird es eben jetzt auch hier sein. Ich werde eben auch aus gewissermaßen meinen persönlichen Erfahrungen berichten, wie ich zu bestimmten Theorien und zu bestimmten Ideen gekommen bin und wie daraus dann auch Bücher entstanden sind. Dass ich mich überhaupt mit Musikphilosophie beschäftige, das wird Sie vielleicht wundern, aber es verdankt sich tatsächlich einem Zufall. Und dieser Zufall reicht weit zurück, nämlich bis zum Jahr 2003, als ich meine Dissertation Die flüchtige Wahrheit der Kunst, Ästhetik nach Luhmann beendet hatte. Der Untertitel zeigt schon an, das ist also eine Aussetzung mit und aber auch gegen die Luhmannsche Kunstsoziologie, die Kunst der Gesellschaft. Und die wesentliche Einsicht oder die wesentliche These, die ich dazu vertreten habe, ist eben, dass das Kunstsystem nicht so funktioniert wie ein orthodoxes Funktionssystem bei Luhmann, also nicht wie das Wirtschaftssystem, wie das Rechtssystem, wie das Politiksystem oder das Wissenschaftssystem. Das Kunstsystem folgt einer anderen Logik, an einer anderen Kodierung. Es ist mit anderen Worten ein Reflexionssystem. Und die Funktion der Kunst, die ich dann in diesem Buch auch spezifisch nochmal bestimmt habe, ist die Provokation neuer Selbstbeschreibung der Gesellschaft. Beim Schreiben dieses Buches bin ich auch auf ein Buch von Klaus-Steffen Mahnkopf gestoßen, nämlich auf die Kritik der neuen Musik. Und ich habe da auch daraus auch ein paar Stellen zitiert. Denn es ist eigentlich eine Luhmann-inspirierte Kritik an dem neuen Musiksystem. Und das hat mich interessiert, weil es auch eben Ideen von Adorno in Anspruch nimmt, mit denen man die Luhmannsche Systemtheorie auch gewissermaßen kunsttauglich machen kann. Ich habe Klaus-Steffen Mahnkopf dann 2003 auch das Manuskript geschickt und uns hat dann gemeinsames Luhmann- und Adorno-Interesse verbunden. Ich selbst hatte damals aber gar kein besonderes philosophisches Interesse an der Musik und das änderte sich erst 2006. 2006 habe ich ein Theoriemodell der ästhetischen Moderne entwickelt und als Habil-Projekt eingereicht. Und dieses Habil-Projekt wurde aber mit der durchaus wohlwollend gemeinten Begründung zurückgewiesen, dass es gute Buchprojekte gibt, die sich aber nicht zum Habilitieren eignen. Und von diesem Projekt hatte ich Klaus-Steffen Mahnkopf dann erzählt. Er wollte den Text lesen, ich habe ihn geschickt und eine Stunde später rief er mich an und sagte, er möchte den Text in Musik und Ästhetik veröffentlichen, wo er Herausgeber ist. Gut, ich war mir zu diesem Zeitpunkt eigentlich unsicher, ob das jetzt ein guter Ort ist, also eine Musikzeitschrift, weil das ein gattungsübergreifendes Modell ist und da geht es auch um Malerei und Plastik und Architektur und vielleicht wären die bildenden Künste dann auch der bessere Ort für dieses Modell. Aber eben, wenn man sich kurz nach der Dissertation befindet, dann hat man nicht so viele Möglichkeiten und man lehnt so ein Angebot nicht ab, zumal eben der Text sehr lang ist, er ist 36 Seiten und das kann man eigentlich nicht in einem normalen Journal
publizieren. Also habe ich diesen Text der Musik und Ästhetik gegeben. Sie haben das Theoriemodell der ästhetischen Moderne veröffentlicht. Und mit dieser Publikation war ich auf einmal Teil der neuen Musikszene. Der Text wurde nämlich stark rezipiert. Ich habe Zuschriften von Komponisten bekommen, Einladungen zu Vorträgen, Aufträge für Donna Eschingen zu schreiben oder für die Salzburger Festspiele. Der Herausgeber der neuen Zeitschrift für Musik, Rolf W. Stoll, lud mich dann zur Mitarbeit ein in seiner Zeitschrift. Ich habe ein Stipendium für diesen Text auf der Akademie Schloss Solitude bekommen und in kürzester Zeit sind dann auch noch Übersetzungen ins Slowenische, ins Englische und ins Russische erschienen. Wie gesagt, funktioniert dieses Theoriemodell gattungsübergreifend und ich möchte Ihnen gerne den Grundgedanken des Modells kurz skizzieren, weil es über fast 2 Jahrzehnte der Motor war, der Doing Music Philosophy angetrieben hat. Es ist ein Geschichtsmodell, was es erlaubt, die großen musikhistorischen oder kunstgeschichtlichen Zäsuren zu rekonstruieren, also klassische Moderne, Avantgarde, Postmoderne. Ich gehe davon aus, dass es drei Komponenten der Kunstkommunikation gibt, dass es ein autonomes Kunstsystem gibt, nämlich in dem die Komponenten von Medien, Werk und Konzept immer eine Rolle spielen und diese Komponenten, weil sie in der Sprache existieren, können natürlich auch negiert werden. Und die Grundidee ist, dass das Kunstsystem im 20. Jahrhundert einer Negationslogik folge, indem eben auch diese Komponenten von Werk und Medium negiert wurden. Das ist natürlich von der Grundidee auch etwas, was ich bei Niklas Luhmann gelernt habe, also Kunst als ein autonomes Kunstsystem zu betrachten. Das heißt, die klassische Moderne kann man rekonstruieren als eine Negation der schönen Künste. Die historische Avantgarde negiert nochmal spezifisch die klassische Moderne. Die Postmoderne ist eine Negation der Negation des Mediums, also in der Musik ist das etwa die Tonalität. Und das heißt eine Wiedereinführung über diese Doppelnegation der Tonalität in das Musiksystem, aber mit einem besonderen Trick, nämlich mit als Zitat und mit ironischer Brechung. Und habe ich mich schon immer dafür interessiert, was eigentlich nach der Postmoderne folgt. Und das ist ein rein theoretischer Gedanke, eben es müsste hier zu einer Enttabuisierung der Werkkategorie kommen, die dann wieder mit in die Kunstkommunikation eingeschlossen wird. Es lassen sich zudem zwei Phasen unterscheiden. In der ersten Phase, also eine materialästhetische und eine gehaltsästhetische. Zunächst wird eben in der materialästhetischen Phase der ästhetischen modernen Neuheit über neues ästhetisches Material generiert, also neue Kompositionstechniken, neue ästhetische Erfahrungen. Das ist die Grundidee. In diesem Modus entstehen dann eine Vielzahl von Ismen, die dann auch mit anderen ästhetischen Werten als mit Schönheit arbeiten. Also es geht dann um ästhetische Ereignisse, um ästhetische Ambivalenzen, auch um eine purifizierte Form vom ästhetisch Erhabenen. Und hier folgt die Kunst eine ganze Zeit lang eben der Idee des Materialfortschritts, wie man das mit Adorno bezeichnen könnte. Man kommt aber in diesem Paradigma der Materialästhetik früher oder später an ein Ende, also an einen Nullpunkt, wie das eben bei 433 von Cage oder bei den Readymades von Duchamp erreicht wird. Also das lässt sich nicht mehr negieren und überbieten in dem Sinne. Und an diesem Punkt, an diesem Nullpunkt, kommt es zu einem Paradigmenwechsel, also einem Phasensprung, wo Neuheit eben nicht mehr über neues ästhetisches Material, sondern Neuheit in der Kunst ist dann das, ist die Art und Weise, wie man neue ästhetische Gehalte generiert. Das ist die Grundidee erstmal von diesem Modell. Und zu diesem Theoriemodell lassen sich dann auch Beispielreihen konstruieren, also ich nenne das historische Reihen, wo diese Logik und die historischen Zäsuren unmittelbar evident werden. Also das
die Negation des Mediums der klassischen Musik ist eben die Negation des tonalen Systems. Und das ist eben sagen, das Grundprinzip der neuen Musik auch, mit der sie sich konstituiert hat. Und die Negation des Werkcharakters in der Musik, das führt eben dann zu solchen Nichtwerken wie eben 433 von Cage, und wo eben nicht mehr komponiert wird. Und die musikalische Postmoderne ist dann eine ironisch gebrochene Wiederaneignung von tonalem Material, wie dann bei Berio, bei Schnittke, bei Wolfgang Grimm. Dieses Theoriemodell habe ich zwischen 2003 und 2005 entwickelt. Und das waren die Hochzeiten der Postmoderne. Und für mich, mein Interesse bestand eben auch darin, Möglichkeiten, Denkmöglichkeiten zu finden, wie man die Postmoderne überwinden kann, weil sie natürlich damals schon starke Erschöpfungssyndrome zeigte. Und meine Idee ist dann eben, der nächste Negationsschritt, der eben in diesem Kunstsystem möglich ist, ist eben auch eine Wiederaneignung der Werkkategorie. Also es ist dann nicht mehr das offene Kunstwerk, wie es von Umberto Eco als im Prinzip eine Charakterisierung der postmodernen Kunst vorgeschlagen wurde. Schwierig war es nur mit Beispielen. Also ich kannte damals überhaupt keine Beispiele, die man da hätte anführen können. Das wäre dann eher sehr, sehr, sehr reaktionär oder konservativ gewesen, sondern der Witz ist eben, dass im Zuge dieser Ausdifferenzierungsgeschichte von Mediumwerk und Reflexion neue Freiheitsgrade in der Kunstkommunikation entstehen. Und das ist hier angedeutet mit diesen kleinen Lücken zwischen diesen drei Komponenten. Ich habe das also erstmal reflexive Kunst genannt, weil ich eben davon ausgehe, dass eben das Kunstsystem auch eine reflexive Funktion erfüllt, in liberalen Demokratien zumindest. Und diese reflexive Kunst, in dieser reflexiven Kunst kommt eben die Gehaltsästhetik dann tatsächlich erst zur vollen Entfaltung. Und das ist eine Kunst, die eben auch in sich reflektiert ist, also wo man mit all diesen drei Komponenten frei arbeiten kann. Man kann sie affirmieren, man kann sie negieren und man muss, und es entstehen dann eben ganz andere Freiräume, wie man Werke schaffen kann und wie man sie lesen und interpretieren kann. Es wird dann auch viel komplizierter und komplexer. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Reihe für die Skulptur. Diese historischen Reihen werden immer auf ein Thema und auf ein Sujet eng geführt, was den Vorzug mit sich bringt, dass man dann besser diese Werke vergleichen kann. Und wenn sie vergleichbar werden, dann sieht man an diesen Reihen selbst die Epochenzäsuren besser oder die Negationen, die da vollzogen wurden. Also das ist hier eine historische Reihe über Gebrauchsgegenstände und Gefäße. Aber wie gesagt, auch hier hatte ich keine Ahnung, wie eine reflexive Kunst da aussehen könnte, was dafür ein Beispiel gut wäre. Das ist genauso eine historische Reihe für die Malerei. Das Sujet ist hier stillgestellt auf Stillleben. Und ich hatte eben damals auch schon mit Architekturenreihen experimentiert. Und solche Museumsbauten, das sind alles Museumsbauten, da wusste ich auch kein Beispiel für eine reflexive Kunst. Eine vollständige historische Reihe konnte ich mir eigentlich nur für die Lyrik vorstellen. Also es gab bereits Sonette, also diese historischen Reihen sind über Sonette gebaut, und es gab ein Sonett von Dos Grünborn aus dem Gedichtband Nach den Satiren, und ich dachte, dass auch dieser Titel Nach den Satiren ist eigentlich schon etwas nach der Ironie der Postmoderne, und das ist eigentlich ein Beispiel dafür, für so eine reflexive Kunstform. Der nächste Punkt ist, oder anders gesagt, Doing Music Philosophy kann noch nicht heißen, dass man einfach einen Aufsatz publiziert, wie Avantgarde heute, der stark rezipiert wird. Also es fehlt da immer noch das praktische, interaktive Moment. Und dieser interaktive Aspekt kommt dann 2008 ins Spiel, als ich nämlich zur Frühjahrstagung der neuen
des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung nach Darmstadt eingeladen wurde. Und das Tagungsthema damals hieß Neue Musik im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Technik. Und für mich war es naheliegend, dass man dann über Digitalisierung spricht, weil das die avancierteste Technologie war, die damals auch im Gespräch war. Also habe ich einen Vortrag gehalten mit dem Titel Die Digitalisierung der neuen Musik, ein Gedankenexperiment. Und die zentrale These dieses Gedankenexperiments war, dass die digitalen Techniken und Technologien in dem neuen Musiksystem zu einer Entinstitutionalisierung der neuen Musik führen werden. Man braucht Institutionen, weil sie Ressourcen bereitstellen, damit so eine anspruchsvolle Kunst wie neue Musik überhaupt entsteht. Also man muss Noten lesen können. Man braucht als Komponist einen Musikverlag. Man braucht Ensemble, die diese Musik zum Klingen bringen. Man braucht einen Rundfunk und man braucht der oder die GEMA, um diese Musik zu verbreiten. Und die Digitalisierung führt jetzt dazu, dass es zu all diesen Institutionen digitale Äquivalente gibt. Also es gibt die Technologien schaffen Bypasses, sie schaffen Nebenwege und Umwege zu diesen Institutionen. Und das verändert grundlegend die institutionelle Struktur des neuen Musiksystems und gleichzeitig auch die Machtverhältnisse in der neuen Musik. Zu meiner großen Überraschung hat dieser Vortrag wirklich zur Entrüstung und Empörung geführt. Also ich habe es zumindest so empfunden, dass ich 50 Musikwissenschaftler und Komponisten, die da anwesend waren, im Saal gegen mich hatte. Es gab einen einzigen Komponisten, Orm Findal, der meine Sache verteidigt hatte. Und man kann also sagen, Doing Music Philosophy ist also nicht nur Aufsätze zu veröffentlichen, die auf Resonanz stoßen, sondern man muss auch damit rechnen, dass man Reaktionen provoziert, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, eben wie diese. Und mir war es damals überhaupt nicht klar, welche Selbstverständlichkeiten in der neuen Musik vorherrschen, also und welche Selbstverständlichkeiten und ungeschriebenen Gesetze oder Vorurteile, Grabenkämpfe und Ressentiments ich mit dieser These berühre oder tangiere. Auf jeden Fall wusste ich nach dieser recht intensiven Diskussion, dass ich ein gutes Thema gefunden hatte, nach diesem kleinen Szene-Eklat. Der Aufsatz wurde dann auch veröffentlicht im Tagungsband und es erschien dann auch eine englische Übersetzung im Online-Musikjournal Search. Wie ich dann später erfuhr, gab es aber sehr nervenaufregende Diskussionen in der Redaktion, ob man diesen Aufsatz überhaupt veröffentlichen dürfe oder sollte oder nicht. Aber wie gesagt, er ist erschienen und dieses Gedankenexperiment mündete dann unmittelbar in eine Kontroverse und einen Kontroversenband mit den beiden Komponisten Klaus-Steffen Mahnkopf und Johannes Kreidler. Johannes Kreidler hatte ich 2008 kennengelernt. Er hatte mich nach einem Vortrag über autonome Musikkritik angesprochen, weil er meinen Aufsatz Avantgarde heute gelesen hatte. Und ich erzählte ihm von meinen Darmstadt-Erfahrungen, worauf er mich einlud zu sich nach Hause und mir sein Kompositionsprogramm vorführte, Koit. Und das ist ein Programm, wo man im Prinzip im Medium von Samples komponieren kann. Und das hat mich sozusagen sehr angeregt. Das fand ich sehr interessant, auch in Bezug auf meine These, die von Darmstadt. Und seitdem waren wir dann auch im Gespräch. Denn für mich war das ein Beispiel, das zeigt, dass eigentlich ein neues Medium der Komposition entsteht, das Medium der Samples, im Unterschied zum Medium der Notenschrift, wo man bisher immer komponiert hat. Zwischen 2008 und 2010 hatte sowohl Klaus-Steffen Mahnkopf als auch Johannes Kreidler dann mehrere Texte publiziert, in denen sie im Prinzip auch diese
diese Ideen der Digitalisierung diskutierten und Johannes Gradler eher positiv, da er selbst eben in diesem Medium, neuen Medium arbeitete, und Klaus-Steffen Mahnkopf eher negativ und polemisch. Dann kam der Verleger des Wolke Verlags, Klaus-Peter Mischung, auf die Idee, einen aus diesen Aufsätzen und diesen Diskussionen einen Kontroversenband zu machen, also mit Aufsätzen von Klaus-Steffen Mahnkopf, Johannes Kreidler und mir. Dieser Band erschien dann auch unter dem Titel Musik, Ästhetik, Digitalisierung, und der Titel weist schon darauf, dass es jetzt um eine Ausweitung der Diskussion ins Ästhetische, ins Innermusikalische geht. Es geht nicht nur um das Verhältnis von Musik und Technik, sondern eben auch um die Fragen der Musik und der Ästhetik. In diesem Band kristallisierte sich sofort ein Generationenkonflikt heraus, also stellvertretend geführt zwischen Johannes Kreidler und Klaus-Steffen Mahnkopf, also zwischen den Digital Natives und den Analog Natives sozusagen. Und ich selbst habe mich aber in diesem Band zurückgehalten. Also ich habe nur am Anfang das Gedankenexperiment nochmal veröffentlicht und im Schlussteil eine neue Idee entwickelt, nämlich die Idee des E-Players. Doing Music Philosophy heißt eben auch, neue Begriffe zu prägen und Begriffe für neue Phänomene. Aber solche Begriffe werden in einem so umstrittenen Feld wie der neuen Musik eben manchmal auch anders verstanden, als man sie selbst intendiert hat. Und das ist mit diesem Begriff auch so passiert. Also meine Idee war es, dass man eben mit virtuellen Orchester nicht nur neue Partituren einspielen kann, und dass man da, sondern dass man eben damit eben auch Musik komponieren kann. Musik, die für Menschen unspielbar ist. Und dass diese Phänomene also in der neuen Musik, von der neuen Musik auch von Komponisten aufgegriffen werden. Das ist im Prinzip die Grundidee gewesen. Und später hat auch Thomas Hummel Orchesterwerke komponiert. Wenig später sind die entstanden, wo er mit hunderten E-Playern im Prinzip und einigen Solisten große Orchesterwerke eingespielt hat. Also das sind natürlich Möglichkeiten, die sich da der neuen Musik erschlossen haben. Da konnten plötzlich einzelne Komponisten eben Orchesterwerke komponieren, die nie einen Auftrag für Orchester bekommen hätten. Und das ist schon etwas, was so eine Szene verändert. Und das hatte ich eben beschrieben, also an diesen soziologischen Phänomenen war ich eben auch immer interessiert. Ich habe mich in diesem Kontroversenband aus einem ganz bestimmten Grund zurückgehalten, denn mir war damals bereits klar, dass es hier die Chance gibt, eine Musikphilosophie zu schreiben. Und zwar dachte ich, dass die Transformationsprozesse so grundlegend sind für die Kunstmusik, Transformationsprozesse, die eben durch die Digitalisierung ausgelöst werden, dass man sie nochmal ganz grundsätzlich durchdenken kann und in eine Buchform bringen kann, weil sie eben sehr viele verschiedene Aspekte, also ökonomische Aspekte, soziologische Aspekte, Machtaspekte, ästhetische Aspekte, das war alles auf einmal im Fluss. Dieses Buch ist dann 2012 auch unter dem Titel Die digitale Revolution der Musik, eine Musikphilosophie erschienen. Und als ich diesen Untertitel gewählt habe, eine Musikphilosophie, habe ich auch noch mal vorher recherchiert, wer eigentlich so sonst noch Musikphilosophien veröffentlicht hat. Und da ist mir aufgefallen, dass eigentlich nach Adorno niemand mehr Musikphilosophien publiziert hat. Also unter diesem Titel, also unter dieser Selbstbeschreibung, sind eigentlich keine Bücher mehr geschrieben worden. Und meines Erachtens, ich habe mich darüber gewundert und darüber nachgedacht, woran das liegen könnte, und meines Erachtens gibt es dafür auch einen sehr plausiblen Grund. Insofern ist das auch erklärungsbedürftig, und ich möchte Ihnen den ersten Absatz im Vorwort des Buches vorlesen, weil der nämlich genau diese Erklärung liefert, und das ist eigentlich für unser Thema Doing Music Philosophy eben auch recht aufschlussreich. Musikphilosophie ist, wie Kunstphilosophie überhaupt, keine fest etablierte akademische
Disziplin. Sie tritt eher sporadisch in bestimmten historischen Konstellationen in Erscheinung, wenn es zu einschneidenden Veränderungen in der musikalischen Praxis kommt und es notwendig wird, den Begriff von Musik neu zu bestimmen. Dies war der Fall, als sich die Sinfonie vor 200 Jahren als prägende musikalische Gattung etablierte und die Instrumentalmusik zur eigentlichen Musik umgedeutet wurde, und dies geschah, als es vor 100 Jahren zur Preisgabe der Tonalität kam und die Idee der neuen Musik als avancierter Kunstmusik der Gegenwart entworfen wurde. Das Ereignis, welches heute das philosophische Interesse auf die Musik lenkt, ist die digitale Revolution. Und wie Sie sehen, ist für mich Musikphilosophie tatsächlich ein Tun, also eine Praxis, für die es auch keine festen Rahmen und Regeln geben kann. Um eine Musikphilosophie schreiben zu können, ist eine spezifische historische Situation erforderlich, welche die eben die ganze Praxis der Musik verändert. Und solche Veränderungen erfordern dann auch neue Beschreibungen für neue Phänomene, und hierfür benötigt man neue Begriffe, neue Theorien, neue Unterscheidungen und auch neue Modelle. Und genau das ist das Geschäft der Philosophie. Kurz zum Inhalt des Buches. Ich habe zunächst eben die Thesen aus dem Gedankenexperiment von der Entinstitutionalisierung in einer Theorieform gebracht, und zwar mit Hilfe von Michel Foucaults Dispositivtheorie. Foucault versteht Dispositive als ein Zusammenspiel von Institutionen und Diskursen. Und mit diesem Ansatz lässt sich dann eben auch das neue Musikdispositiv rekonstruieren. Und die digitale Revolution führt dann eben nicht nur zu einer Entinstitutionalisierung der neuen Musik, sondern sie führt gleichzeitig eben auch zu einem Paradigmenwechsel in der neuen Musik, nämlich zu einem Wechsel der normativ wirksamen Leitideen. Und das war in der neuen Musik bislang die Idee der absoluten Musik, also die Institutionen der neuen Musik wurden von der klassischen Musik übernommen und gleichzeitig auch diese Idee der absoluten Musik. Sie wurde nur invertiert. Die Musikinstitutionen dienen letztendlich dazu, dass man im Medium der Notenschrift komponierte Musik zum Klingen erbringt. Das ist ihre eigentliche Funktion. Das heißt also, die Institutionen waren eigentlich dafür geschaffen worden, Instrumentalmusik aufzuführen. Und die Idee der absoluten Musik hat wiederum die Institutionen legitimiert. Und mit der digitalen Revolution, wenn es also diese Nebenwege und Umwege und Bypässe gibt zu diesen Institutionen, dann verlieren die neuen Musikinstitutionen auch ein Stück weit ihre Definitionsmacht, also ihre Hoheit über den Begriff der Musik. Und es kann sich eben auch infolge der Digitalisierung eine neue Idee von Musik auch so, oder eine neue Art von Musik etablieren. Und ich habe diese Musik im Kontrast zur Idee von der absoluten Musik relationale Musik genannt. Und relationale Musik ist Musik, die Relationen zu dem, was man früher das außermusikalische Material genannt hat und was ausgegrenzt war, mit in den Begriff der Musik, der Kunstmusik hineinnimmt. Das heißt also, das ist Musik, die ganz wesentlich also auch mit Worten, mit Sprache, mit Texten, mit Bildern, mit Filmmaterial arbeitet. Der Computer fungiert hier für Komponisten als eine Art Universalschnittstelle, eben um Kompositionen mit diesem außermusikalischen Material auch zu kombinieren. Es gibt im Buch dann entsprechend auch die Kapitel über absolute Musik, über relationale Musik und auch über Gehaltsästhetik. Der Punkt ist eben, dass man, das hat mich eine Zeit lang beschäftigt, eigentlich kann man unter dem Paradigma der absoluten Musik keine gehaltsästhetischen Werke kreieren. Also ich habe das für einen Mythos der neuen Musik gehalten,
dass man, dass reine Instrumentalmusik im 20. Jahrhundert Ausdruck der Gesellschaft sein kann oder so etwas. Gehaltsästhetische Werke im eigentlichen Sinne ist erst auf der Basis von relationaler Musik möglich. Die ästhetischen Gehalte benötigen zusätzliche Informationen und diese Informationen, die gewinnen sie eben erst mit Bezug auf Texte, auf Bilder, auf Sprache oder auf theatrale Gesten zum Beispiel. Zudem habe ich auch das Theoriemodell der ästhetischen Moderne noch einmal für die neue Musik spezifiziert. Und dabei machte ich eine sehr merkwürdige Entdeckung. Und zu Doing Music Philosophy gehört es eben auch, dass man ständig merkwürdige Entdeckungen macht. Und diese Entdeckung bestand darin, dass der Begriff der Konzeptmusik überhaupt nicht existierte im Diskurs der neuen Musik. Also es gab kein Lexikon. Eintrag, kein Buchtitel, kein Aufsatztitel von Konzeptmusik. Und das war sehr merkwürdig, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, rein intuitiv in so einem Analogieschluss von den bildenden Künsten, wo es ja Konzeptkunst gibt, dass zum Beispiel 433 von John Cage Konzeptmusik ist. Aber es gibt zahlreiche so Kandidaten, die man als Konzeptmusik bezeichnen kann, aber die figurierten alle unter verschiedenen Namen. Also den Begriff der Konzeptmusik der ließ ich auch nicht googeln. Und deswegen habe ich jetzt in dem Kapitel Musikkonzepte auch den Begriff der Konzeptmusik auch eingeführt und ihn erstmal von bloß konzeptioneller Musik oder konzeptbasierte Musik mit kleinem K unterschieden, weil natürlich die moderne Kunst und auch die neue Musik irgendwie sind da immer Konzepte im Spiel, aber es macht eben einen Unterschied, ob Konzepte nur im Spiel sind oder ob es tatsächlich so etwas wie ein eigenes Genre wie Konzeptkunst oder Konzeptmusik gibt. Also diese Unterscheidung habe ich erstmal eingeführt und der Versuch, scharfe Begriffe zu finden oder Definitionen zu finden, das ist durchaus kein scholastischer Selbstzweck, sondern nur wenn man auch weiß, was ein Begriff bedeutet, kann man ihn auch kontrolliert verwenden. Und musikphilosophisches Denken, wie ich es verstehe, heißt eben, dass man weiß, was man sagt, wenn man ein Wort wie Konzeptmusik ausspricht. Im Buch finden sich auch drei weitere Kapitel über Notation, Samples und alte Instrumente, die da eigentlich zusammengehören. Und eine Leitfrage, die sich eigentlich auch stellt, ist, wenn man also so einen großen Umbruch beschreibt, wie eben das Entstehen einer digitalen Musikkultur, wie weit reicht eigentlich die Zäsur? Ist das jetzt eine große Zäsur? Ist sie kleine? Ist sie klein? Und ich bin eigentlich zu der These gekommen, dass die Zäsur, die die digitale Revolution in der Musikkultur hinterlässt, eigentlich nur vergleichbar ist mit der Erfindung der Notenschrift von vor 1000 Jahren, als sich die orale Musikkultur in eine literale Musikkultur verwandelt hat. Und ein ähnlich gravierender Umbruch findet meines Erachtens eben heute auch statt. Was aber nicht heißt, dass in der Kunstmusik einfach auf das Komponieren im Medium der Notenschrift verzichtet wird. Wäre ein Missverständnis. Diese Veränderungen betreffen nun alle Parameter der Musikproduktion, der Musikrezeption und der Musikdistribution. Und entscheidend ist eben, dass es auch ein neues Medium der Komposition gibt, nämlich das Medium des Samples. Die Musikphilosophie wurde gut rezipiert, was auch einschließt, dass es Verrisse gab und negative Reaktionen. Aber das ist natürlich immer besser, als wenn es gar keine Reaktion gibt, was der Normalfall ist. Das Buch wurde inzwischen auch ins Polnische und ins Französische übersetzt. Es gibt auch eine englische Übersetzung, aber keinen passenden Verlag dazu. Und der nächste Schritt war eigentlich eine zweite Kontroverse, die 2014 stattfand, die aber gar nicht von dem Buch selbst ausgelöst wurde oder von Thesen in dem Buch, sondern von meinem Versuch,
sagen, Theoriedefizite aufzuarbeiten, die in dem Buch entstanden sind und die mir dann auch klar geworden sind im Laufe der Diskussion und der Kritiken, die veröffentlicht wurden. Und einer der wesentlichen Einwände lautete, dass es eben schon früher Konzeptmusik gab. Und diese Behauptung ist einerseits richtig und einerseits falsch. Sie ist natürlich richtig, dass man, weil man natürlich Werke findet, wie eben wie 433 von Cage, wo man sofort sagen würde, ja, das ist doch Konzeptmusik oder ja, die Ligeti-Arbeit mit den 100 Metronomen könnte man dann dazu zählen. Aber andererseits ist sie auch falsch, weil diese Musik eben immer unter anderen Namen figuriert hat. Also sie hat nicht als Konzeptmusik im neuen Musikdiskurs figuriert und hat damit eben auch nicht eine vergleichbare Wirkung erzielen können wie die Konzeptkunst in der bildenden Kunst. Also man hat dann eben von intuitiver Musik gesprochen als Stockhausen oder Prozessmusik oder was hat man noch gesagt? Oder Fluxus vor allen Dingen. Und der Fluxus ist dann aber eher in die bildende Kunst ausgewandert, als dass der irgendeinen Ort gefunden hat in der neuen Musik. Und diese Fragestellung war dann eben auch der Grund für mich, nochmal grundsätzlich über Konzeptmusik nachzudenken und da mal einen grundlegenden Aufsatz drüber zu schreiben. Und hier habe ich dann zunächst einmal die Unterscheidung zwischen historischer und digitaler Konzeptmusik eingeführt. Digitale Konzeptmusik, das waren Arbeiten wie etwa von Johannes Kreidler, die jetzt entstanden. Historische Konzeptmusik war für mich ein Sammelbegriff, wo ich all die Werke einsammeln kann, konnte, die ich selbst als Konzeptmusik beschreiben würde, die aber nie unter diesem Namen diskutiert wurden. Dieser Aufsatz Konzeptmusik als Katalysator der gehaltsästhetischen Wende in der neuen Musik, den wollte ich eigentlich zunächst den Musiktexten anbieten. Ich dachte, das ist vielleicht die theoretischste Musikzeitschrift, das passt da gut. Aber da hat man mir nahegelegt, dass man den Text nur veröffentlichen kann, wenn ich ihn ganz sehr stark umarbeite. Und darauf hatte ich dann gar keine Lust und nach vielem Hin und Her habe ich dann den Text letztendlich der neuen Zeitschrift für Musik gegeben, die aber die Relevanz des Themas erkannt hat und dann sofort ein Sonderheft mit dem Titel Konzeptmusik herausgeben wollte. Und dann hat eben auch Johannes Kreidler noch einen Text mit publiziert. Und dieser Aufsatz ist vorher bereits in der polnischen Musikzeitschrift Glissando veröffentlicht worden. Doing Music Philosophy heißt auch, Fragen zu generieren, für die sich vorher niemand interessiert. Und eine solche selbstgenerierte Frage war eben, warum hat sich keine Konzeptmusik in der neuen Musik als Begriff und als Genre etablieren können, wohingegen die Konzeptkunst weit verbreitet und prominent war in den bildenden Künsten. Und meine Antwort ist, es gab in der neuen Musik kein geeignetes Speicher- und Verbreitungsmedium für Konzeptmusik. Also man kann Konzeptmusik sehr schlecht im Konzertsaal aufführen, man kann sie sehr schlecht im Rundfunk versenden oder auf CD brennen. Das ist der eigentliche Grund. Und da änderte sich die Situation sich grundlegend, als eben, ich glaube, 2005 YouTube verfügbar wurde und junge Komponisten angefangen haben, digitale Konzeptmusik nicht nur zu komponieren, sondern eben auch dort zu verbreiten und dann plötzlich war die verfügbar und war in der Welt. Dieses Konzeptmusikheft der neuen Zeitschrift für Musik hat dann noch eine ganze Reihe von Zuschriften und Reaktionen ausgelöst und diese Reaktionen waren zum Teil sehr polemisch, also ad hominem. Manche Autoren arbeiteten sogar mit Nazi-Vergleichen und haben die Konzeptmusik als eine Art von ästhetischer Gleichschaltung interpretiert. Es war also durchaus viel Leben in diesem Diskurs plötzlich. Ich hatte mir gedacht, dass ich all diese
Entgegnungen und Polemiken und Kritiken, dass ich die mal zusammenfasse und geschlossen und gemeinsam mal darauf reagiere, und hatte dann auch einen Text geschrieben mit dem Titel Eulen, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Nazi-Vergleiche. Und dieser Text wurde aber aus sehr unterschiedlichen Gründen von keiner etablierten Musikzeitschrift veröffentlicht. Normalerweise wäre der Text damit tot gewesen, aber im Zeitalter der Digitalisierung gibt es eben auch Online-Medien und es gibt auch Online-Blogs. Und dann gibt es immer eine Option, so einen Text zu veröffentlichen. Und schließlich ist er dann eben im Bad Blog of Music bei Moritz Eggert veröffentlicht worden, wo er vielleicht auch ganz gut hinpasst. Eine Erfahrung von Doing Music Philosophy ist, dass man eben mit Argumenten ad hominem und mit Polemik und mit einem sehr politisierten Diskurs rechnen muss, wenn man vorherrschende Dispositive der Musik in Frage stellt. Denn Dispositive sind immer im Foucault'schen Sinn Machtdispositive. Daran hängen Ressourcen, daran hängen Jobs, daran hängt symbolisches Kapital. Und entsprechend stößt man dann auch auf Formen von Machtkommunikation, wenn man solche Dispositive eben als nicht mehr zeitgemäß beschreibt oder einfach nur beschreibt, dass sie sich auflösen oder durch andere Dispositive abgelöst werden. Das war also auch eine zentrale Erfahrung von Doing Music Philosophy. 2015 verschickten dann die Musiktexter noch eine E-Mail mit Fragen zum neuen Konzeptionalismus an über 50 Komponisten und Musikwissenschaftler, und normalerweise kriegt man dann auf solche Umfragen vielleicht 5 oder 7 Rückmeldungen, und diesmal gab es eben fast 50 Rückmeldungen. Auch ich wurde dann noch eingeladen, und ich habe dann 33 Thesen zur Konzeptmusik veröffentlicht, die letztendlich meinen Aufsatz Konzeptmusik als Katalysator der gehaltsästhetischen Wende nochmal zusammengefasst haben, den ich ja nicht bei den Musiktexten veröffentlichen konnte. Insgesamt sind in diesen 7 Jahren, also seit dem Gedankenexperiment 2008 zur Digitalisierung der neuen Musik bis hin zu dieser zweiten Kontroverse 2015, über 50 Artikel erschienen. Und wenn man eben die Radiosendungen und die Interviews und die Buchveröffentlichungen noch dazu rechnen, sind das gut und gern 100 Beiträge. Ich habe das jetzt einfach mal hier aufgelistet, damit Sie sehen, dass das wirklich ein doch recht für die kleine neue Musikszene bemerkenswerter Diskurs war. Ich denke, zum letzten Mal hat eine solche intensive Debatte in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts stattgefunden, und vermutlich wird es einen solchen angeregten und aufgeregten Diskurs auch in naher und in absehbarer Zukunft nicht mehr geben. Nach dieser zweiten Kontroverse habe ich mich dann auf Kunstphilosophie fokussiert. Also ich hatte, um diese Musikphilosophie zu schreiben, eben meine Arbeit an diesen zwei Büchern unterbrochen, 2012. Und diese Bücher habe ich jetzt erstmal zu Ende geschrieben, und die sind dann eben auch 2016 fast zeitgleich erschienen. Und eigentlich hatte ich danach gar keine besondere Absicht, jetzt irgendwie noch groß mich mit Musikphilosophie zu beschäftigen. Ich hatte auf jeden Fall nicht die Intention, noch ein zweites Buch zu schreiben. Aber nach 6 Jahren haben sich so viele Aufsätze angesammelt, dass ich aus diesen Aufsätzen eigentlich wie von selbst auch wieder ein neues Buch kompilieren konnte. Und dieses Buch wird unter dem Titel Musik und Wirklichkeit jetzt im Frühjahr 2023 auch wieder bei Schott Music erscheinen. Das Coverbild, das stammt wieder von Johannes Kreidler, und es soll eben auch anzeigen, dass diese beiden Bücher zusammengehören. Also das ist jetzt ein Coverentwurf von mir. Ich hoffe, der wird so vom Verlag übernommen. Wohingegen eben bei der digitalen Revolution dieses
Kompositionsprogramm von Kreidler, mit dem, wo man im Medium von Samples komponieren konnte, gezeigt war, geht es eben jetzt um den Wirklichkeitsbezug von Musik in diesem zweiten Band. Der größte Vorwurf, den man eigentlich der digitalen Revolution der Musik gemacht hat und den ich auch ernst genommen habe, war, dass das eben doch sehr abstrakte philosophische Konstruktionen und Theorien sind und dass diese Prognosen noch mit wenigen Beispielen belegt sind. Und das ist in der Tat der Fall. Also 2012 gab es sehr viele Phänomene und Werke nicht, über die ich jetzt schreiben konnte. Im letzten Jahrzehnt ist die Wirklichkeit, um mit Hegel zu sagen, der Theorie also sehr entgegengekommen. Also es wird zumindest von den jüngeren Komponisten fast ausschließlich relationale Musik komponiert. Die Konzeptmusik hat sich durchaus als ein Genre und als ein Begriff etabliert. Es ist absehbar, dass es auch so etwas wie Gehaltsästhetik in der neuen Musik gibt. Und es gibt vor allen Dingen jetzt viele gute Beispiele, mit denen man das alles belegen kann. Dieser zweite Band, Musik und Wirklichkeit, hat sich eigentlich wie von selbst geschrieben. Denn der erste Band hat genau jene Fragen, Themen und Probleme aufgeworfen, die man eben in diesem zweiten Band dann einfach nur beantworten brauchte und konnte. Also die digitale Revolution der Musik wirkte in diesem Sinne wie eine Beobachtungslinse, mit der man auf die neue Musik blicken konnte, oder mit der ich gewissermaßen die neue Musik in den letzten 10 Jahren beobachten konnte. Und gleichzeitig haben natürlich auch andere, also Komponisten oder Musikwissenschaftler, die das Buch gelesen haben, die Musikszene mit dieser Beobachtungslinse beobachtet. Ich wurde dann nach der Publikation auch oft dann zu Projekten mit eingeladen und zu Vorträgen. Und eines dieser Projekte hat der norwegische Schlagzeuger Hakon Steen organisiert. Das ist ein Artistic Research Projekt mit dem Titel Music with the Real. Das war in Oslo. Das eigentlich sehr direkt auf zentrale Thesen aus der digitalen Revolution der Musik Bezug nimmt. An diesem Projekt haben 5 Komponisten teilgenommen, die mehr oder weniger ausgetestet haben, wie Musik auf Wirklichkeit Bezug nehmen kann. Und das hat mich natürlich sehr interessiert, weil ich ja eben an der Frage der Gehaltsästhetik in der neuen Musik interessiert war. Und entsprechend habe ich dann auch einen Aufsatz in der Neuen Musikzeitung veröffentlicht, wo ich dieses Projekt beschrieben habe. Und dieser Aufsatz ist dann auch das erste Kapitel in dem Buch geworden, und der Titel war dann auch gewissermaßen des Aufsatzes, war dann eben auch, oder der Titel des Research-Projekts war dann eben auch der Ideengeber für den Buchtitel Musik und Wirklichkeit. Es gibt ein längeres Kapitel Konzeptmusik in diesem Buch. Das habe ich vollkommen neu geschrieben, eigentlich erst im letzten Jahr. Das ist nun der dritte Anlauf, mit Konzeptmusik klarzukommen und die Konzeptmusik auf den Begriff zu bringen. Das ist wirklich eine ausgearbeitete Theorie jetzt der Konzeptmusik. In der digitalen Revolution der Musik hatte ich ja die Konzeptmusik nur in einer Art Analogieschluss zur Konzeptkunst entworfen, diese Idee. In diesem Themenheft über Konzeptmusik der Neuen Zeitschrift für Musik hatte ich dann diese Unterscheidung eingeführt zwischen historischer und digitaler Konzeptmusik. Aber es fehlte eben noch eine entscheidende Idee, was nämlich das gemeinsame zugrunde liegende Strukturprinzip ist von Konzeptkunst und von Konzeptmusik. Und diese Idee habe ich dann in dem Buch Gehaltsästhetik, eine Kunstphilosophie, entwickelt, wo ich Ihnen das Cover kurz eingeblendet hatte. Und die Idee ist folgende. Also in dem Theoriemodell der ästhetischen Moderne von 2006 erscheint die Konzeptkunst und entsprechend auch die Konzeptmusik eben
als eine Kunst, wo dies vom Medium und vom Werk suspendiert ist und wo sich die Kunst auf die Darstellung eines Konzepts reduziert. Das ist eben nur das Segment K, was Sie hier sehen. Und das passt sehr gut auf Konzeptkunst wie die anästhetischen Werke von Duchamp, der selbst diesen Begriff der Anästhesie mit ins Spiel gebracht hat. Es deckt aber nicht wirklich alle kanonischen Beispiele der Konzeptkunst ab, die man dann in den entsprechenden kunsttheoretischen Schriften und Sammlungen findet. Also zum Beispiel sind die blauen Monochrome von Yves Klein eben hochgradig ästhetische Werke, sie werden aber auch als Konzeptkunst deklariert. Und das war die Herausforderung, mit diesem Problem umzugehen. Und wenn man genau schaut, bleiben die Konzepte in der Konzeptkunst wahrnehmbar. Es bleibt also ein Wahrnehmungsrelat oder anders gesagt ein Perzept immer dabei. Etwas zum Wahrnehmen oder zumindest zum Vorstellen gibt es immer. Und was was ein Kunstwerk zur Konzeptkunst macht, ist eine besondere Relation zwischen diesem Wahrnehmungseindruck, diesem Perzept und dem Konzept. Und diese Relation ist eine eineideutige Relation, also ein Isomorphismus zwischen Konzept und Perzept. Ich habe dann entsprechend in dem Buch dieses Isomorphismusprinzip noch einmal also eingeführt und ausführlich dann mit Beispielen belegt. Also Sie sehen hier eine Beispielsammlung für Konzeptmusik, wo auf der linken Seite die historischen Beispiele für historische Musik, Konzeptmusik zu sehen sind und auf der rechten Seite eben Beispiele für digitale Konzeptmusik. So wie das Konzeptmusikkapitel eigentlich eine Theorielücke gefüllt hat, so verhält es sich auch mit dem Kapitel über die musikalische Postmoderne. In der digitalen Revolution der Musik bin ich ja auf diese Merkwürdigkeit gestoßen, dass sich eigentlich auch keine echte musikalische Postmoderne in der neuen Musik ausgebildet hat. Also man hat klassische Musik zitiert, aber die Postmoderne in den bildenden Künsten, das ist eine Kunst, die mit Trash, mit Kitsch, mit Pornografie und sowas arbeitet, also die wirklich tief in die Populärkultur hineingeht. Und das findet man in dieser Radikalität nicht. Also man kann sich dann eben fragen, was ist eigentlich ein Äquivalent zu Jeff Koons in der neuen Musik? Und da kann man lange suchen, bis man da eins fand. Oder ich habe keins gefunden. 2016 bin ich dann aber auf das Orchesterstück Mozart von Moritz Eckert gestoßen und ich denke, das ist ein wirklich, da kommt es zu so einem Nachholeffekt. Das ist eine nachgeholte musikalische Postmoderne in der neuen Musik. Und ich habe dieses Stück dann auch zum Anlass genommen, einen Aufsatz darüber zu schreiben. Das Stück selbst ist ein Potpourri aus Popmusikimitaten und Moritz Eckert tritt dann mit dem großen Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks auf und singt dann wie ein Schlagersänger Song nach Song mit selbst von ihm verfassten Herz- und Schmerztexten zum Teil. Also das ist genau der Punkt, also ein starker Bezug zu den Niederungen der Populärkultur auch hergestellt wird. Mozart wäre also das viel prägnantere Beispiel für eine musikalische Postmoderne als Alfred Schnittges Klavierkonzert, was eben sehr oft angeführt wird, auch als ein solches Beispiel für musikalische Postmoderne. Es passt nur nicht ganz in diese historische Reihe, weil die ja über Klavierkonzerte konstruiert wird und Mozart ist kein Klavierkonzert. Nach wie vor offen blieb allerdings die Frage, und das ist eben eine Frage, die mich sehr beunruhigt hatte, immer in den letzten Jahren. Also es ist die Frage, wie eigentlich die neue Musik beschaffen ist, die gewissermaßen nach der Postmoderne kommt, also die Postmoderne auch hinter sich lässt. Und hier habe ich eigentlich erst in den letzten Jahren
Werke gefunden, die mich da voll und ganz befriedigen. Und zwar sind es die Arbeiten von Trond Reinholsen, sein Klavierkonzert und die Episode 13 aus seinen Ö-Filmen. Sie realisieren für mich also in einer sehr vorbildhaften Weise das, was man eigentlich unter einer reflexiven Kunstmusik verstehen kann, wo die tatsächlich dann gehaltsästhetische Werke generiert. Ich habe dann eben auch zwei ausführliche Werkanalysen dazu verfasst und in der neuen Zeitschrift für Musik veröffentlicht. Diese Werke sind wirklich sehr komplex und in sich reflektiert und sie bedürfen auch das, was Walter Benjamin eine rettende Kritik genannt hat. Also sie müssen wirklich analysiert und interpretiert werden. Sonst werden sie einfach nicht in ihrem Kunstanspruch und in ihrem Kunstcharakter wahrgenommen. Das trifft besonders auf die Ö-Serie zu. Reinholzens Klavierkonzert füllt dann also auch perfekt diese Lücke in der historischen Reihe der Klavierkonzerte. In der Zwischenzeit gibt es dann, habe ich weiter an diesen historischen Reihen gebastelt und dann auch die entsprechenden Beispiele gefunden. Und Sie sehen hier eben die historische Reihe. Ich habe diese Beispiele vor allen Dingen in dem Buch Gehaltsästhetik, eine Kunstphilosophie eingeführt und besprochen, als solche Werke besprochen. Diese Beispiele waren mir 2006, als ich Avantgarde heute geschrieben hatte, eben noch gar nicht bekannt oder sie gab es einfach noch gar nicht. Und ein solches Beispiel wäre aber zum Beispiel Dropping a Hen, Dynasty Urn von Ai Weiwei, was eben hier in diese Reihe, die über Gebrauchsgegenstände oder Gefäße konstruiert wurde, gut hineinpasst. Dasselbe trifft auch für dieses Stillleben von Luc Tijmans zu, von 2002. Das habe ich auch erst viel später entdeckt. Und dieses Militärhistorische Museum von Daniel Liebeskind wurde tatsächlich erst 2011 gebaut. Also wie gesagt, also wenn Sie sich dafür interessieren, diese Beispiele habe ich alle in der Gehaltsästhetik ausführlich besprochen. Hier sehen Sie ein Bild von Doing Music Philosophy. Das ist eine Lecture-Performance auf einem Osloer Theatertreffen 2020. Ich wurde dazu eingeladen, weil Trond Reinholsens Ö-Filme da in einem Kino aufgeführt wurden. Und diese Ö-Filme haben eine Dauer von 10 Stunden. Das heißt, das war also eine 10-stündige Performance. Und auch mit Live-Einlagen. Also rechts hier unten, das ist also so eine Kunstfigur, die da auch mitgespielt hat. Und ich wurde dann gebeten, zwischen den einzelnen Filmszenen jeweils eine philosophische Analyse dessen zu geben, was man da sieht. Und ich habe mich auch sehr bemüht, das in einer hyperaffirmativen Manier dem Publikum dann auch zu vermitteln. Und ich saß da eben in diesem Holzverhau, wie Sie hier sehen. Also es war durchaus eine künstlerische Veranstaltung. Im letzten Jahr waren Trond Reinholsen und ich dann auch als Gäste auf dem Philosophie-Festival Phil Cologne eingeladen. Also ich habe einen Vortrag gehalten und das Werk eingeführt. Trond Reinholsens Film, die Episode 13, wurde gezeigt im Ludwig Forum, im Kinotheater. Und anschließend hatten wir noch diese Podiumsdiskussion. Es war tatsächlich so, dass einer der Organisatoren der Phil Cologne auf ein YouTube-Video von mir gestoßen ist, wo ich erklärt habe, dass der Hegelsche Geist lebendig in Erscheinung tritt und singt. Und daraufhin sind wir da eben eingeladen worden. Und er singt nämlich Sätze aus der Phänomenologie des Geistes von Hegel. Es gibt im Buch auch noch ein Kapitel über Noten und Samples. Also ich habe immer Ausschau gehalten nach neuen Sample-Kompositionen. Weil diese E-Player-Hypothese eben zentral war in der digitalen Revolution der Musik. Und ich dachte, gibt es denn hier gute Beispiele? Und die habe ich in diesen
diesen Kapiteln auch beschrieben und besprochen. Das war auch diese E-Player-Komposition, das war auch der Punkt, der in diesem kontroversen Band mit Klaus-Steffen Mahnkopf und Johannes Kreidler am strittigsten war. Was ich damals aber eben nicht vorhersehen konnte und was mich auch jetzt wieder überrascht hat, dass man eben mit diesen Instrumental-Samples auch improvisieren kann. Also man kann nicht nur komponieren, sondern auch improvisieren. Und Sie sehen hier Gunnar Geise links im Bild. Er ist ein recht bekannter E-Gitarrist in der neuen Musikszene und auch in der Jazzszene. Und er hatte mich schon bereits 2012 angeschrieben, weil er das Buch gelesen hatte, Die digitale Revolution der Musik, und mir gesagt hat, er würde genauso arbeiten, wie ich das da beschreibe. Und ich war aber damals eben noch gar nicht von diesen Performances so überzeugt. Ich habe das also nicht weiter besprochen. Also ich krieg mehr Werke zugeschickt, als ich viel mehr Werke zugeschickt, als ich bespreche. Es sind immer nur wenige Sachen, die mich dann plötzlich inspirieren. Und Gunnar Geise hat sich, mit dem hatte ich dann noch Kontakt über die letzten 10 Jahre, und dann hat er mir dann seine Wannsee-Recordings zugeschickt. Und das sind Improvisationen auf der E-Gitarre, wo er mit ganzen Orchesterklängen improvisiert. Und das hat mich dann sehr fasziniert. Und eine Folge dessen ist, dass ich dann jetzt mal zweimal mit ihm eine Lecture-Performance hatte. Also das ist auch eine Form von Doing Music Philosophy, wo ich also die Art und Weise, wie dieses Programm, mit dem Gunnar Geise improvisiert, erläutere und dann zwischen den einzelnen Konzertteilen was dazu sage. Und schließlich gibt es noch das Kapitel Musik im Sprechtheater, das eben auf einem Text beruht, der mich dann eben auf Umwegen auch hierher geführt hat, auf das Schloss Wartensee. Es handelt sich um eine Analyse von Ulrich Rasches Inszenierung des Theaterstücks 448 Psychose von Sarah Kean. Und ich hatte schon einige Rasche Inszenierung gesehen und mir angeschaut, war aber nie so richtig überzeugt aufgrund der Bühnenmusik. Also diese Bühnenmusik wurde meistens von einem kleinen Ensemble improvisiert, aber für mich lief der Bass zu monoton durch und das Schlagwerk wiederholte immer wieder die gleichen Pattern. Ich war da immer sehr unzufrieden. Und das ist aber auch verständlich. Also wenn man 3, 4 Stunden lang als einfach improvisieren muss zu einer Theateraufführung, dann stellen sich natürlich genau diese Wiederholungseffekte ein. Das ist kaum zu vermeiden. Bei 448 klang die Musik aber plötzlich ganz anders. Also sie war komplex und durchkomponiert. Und das kann es eigentlich im Theater, also im Sprechtheater, nicht geben. Denn dafür gibt es weder die Probenzeit und die finanziellen Ressourcen, um die ganzen Musiker über mehrere Wochen zu bezahlen, noch würde sich ein Theaterregisseur gefallen lassen, dass man ihm eine fertig auskomponierte Partitur vorsetzt und er sich dann gewissermaßen daran halten muss, wie das in der Oper der Fall ist. Deswegen waren die Möglichkeiten der Theatermusik bislang extrem limitiert. Meine Intuition war, dass diese Musik irgendwie im Medium der Samples komponiert sein musste. Und ich habe dann eben dem Komponisten Nico van Wehr, schon junger, unbekannter Komponist, eine E-Mail geschrieben und ihm gefragt, wie er das Stück dann eigentlich komponiert hat. Und tatsächlich hat er sich einen Sample-Baukasten geschaffen, mit dem er dann auf die Theaterproben geht und während die Theaterproben laufen, im Hintergrund diese Bühnenmusik komponiert. Und erst am Ende der Probenarbeit wird diese Sample-Komposition dann in Notenschrift transkribiert und dann erst kommen die Musiker ins Spiel und spielen in den letzten paar Proben die Musik live. Also das ist eben auch eine sehr bemerkenswerte Veränderung, die die Digitalisierung der Kunstmusik hinterlässt,
dass es sich eben neue Felder erschließt. Und eines dieser Felder ist meines Erachtens die Bühnenmusik, also das Theater. Und eine sehr ähnliche Entwicklung, glaube ich, kann es in den bildenden Künsten geben. Auch hier würden sich eigentlich neue Möglichkeiten für die Kunstmusik erschließen. Es gab in der Neuen Zeitschrift für Musik ein Themenheft Musikpublikum, und zu dem ich eingeladen war. Und ich war kurz vorher auf der Biennale in Venedig 2019 und habe mir da auch eine Opernperformance im litauischen Pavillon angeschaut. Das ist hier die Performance Sun and Sea Marina. Ich fand eigentlich diese ganze Veranstaltung sehr gelungen, vom ganzen Ambiente her. Nur war diese Musik eben eine Melange aus Minimal Music und Filmmusik. Und ich fand, dass das eigentlich weit unter den Möglichkeiten bleibt, was die Kunstmusik zu bieten hätte. Und der einzige Grund, dass sich niemand daran stört, ist, dass eben in den bildenden Künsten es eben einfach wenig Verständnis für Kunstmusik gibt und man da eher an Popmusik gewöhnt ist. Also meine These in diesem Beitrag ist eben, dass ich eben im Prinzip mit der Digitalisierung auch die bildenden Künste, dass das auch ein Spielfeld wird für die neue Musik, für die Kunstmusik, weil man eben im Medium der Samples komponieren kann und es viel leichter wird, diese Barrieren zwischen den Künsten zu überspringen. Und das ist eigentlich auch eine interessante Entwicklung. Genau diese Entwicklung führte eigentlich dann aber auch zu dem letzten Kapitel, was vielleicht das wirklich ein Abschlusskapitel ist, weil es den Musikbegriff nochmal reflektiert. Und ich reagiere hierauf auf einen Beitrag von Johannes Kreitler, der diese grenzüberschreitenden Effekte in der Kunstmusik auch registriert hat und daraus aber den Schluss gezogen hat, dass es zu einer vollständigen Entgrenzung des Musikbegriffs kommt, dass die Gattungsgrenzen zwischen den Künsten verschwimmen und dass die Kunstmusik deswegen eigentlich auch als eine medienunspezifische Kunst gedacht werden müsse. Das liefe, so denke ich, auf eine vollkommene Abkopplung der Kunstmusik von den Institutionen der klassischen Musik und auch von der neuen Musik hinaus. Und diese Prognose teile ich nicht, weil es meines Erachtens für die Kunstmusik eben eine ganz andere und viel interessantere Option gibt. Und diese Option zeigt sich eben schon in den Werken von Trond Reinholzen. Die Kunstmusik muss eben nicht in diesem Zustand des aufgelösten Musikbegriffs verharren, sondern sie kann sich vielmehr eben an diesem reflexiven Musikbegriff orientieren, den ich eben bereits in Avantgarde heute so mal angedacht hatte. Ich entwickle mein Argument dann in drei Schritten. Zuerst zeige ich, wie sich die neue Musik Anfang des 20. Jahrhunderts durch vier Abgrenzungen konstituiert hat. Und die wesentliche Abgrenzung ist die Abgrenzung von der tonalen Musik. Also neue Musik konstituiert sich erstmal als atonale Musik. Und im zweiten Schritt stimme ich dahingegen mit Johannes Kreitler überein, dass es tatsächlich in den letzten Jahren zu einer Auflösung dieser Gattungsgrenzen, dieser konstitutiven Grenzen der neuen Musik gekommen ist. Und drittens führe ich dann aber einen reflexiven Musikbegriff ein oder mache diesen Vorschlag, wo diese konstitutiven Unterscheidungen zwischen tonaler und atonaler Musik oder zwischen absoluter Musik und relationaler Musik, also die vorher einfach so in einem ontologischen Sinne die Abgrenzung definiert waren, wo man diese Unterscheidung jetzt als Unterscheidungen kommuniziert. Und das gibt natürlich viel mehr Möglichkeiten in der Kunstkommunikation. Dasselbe trifft auch auf solche Unterscheidungen wie ironisch und ernst oder auf ästhetisch und anästhetisch zu. Die Kunstmusik wird auf diese Weise, das ist gewissermaßen die Quintessenz,
dieses Modells zu einer in sich reflektierten Kunst, so wie das auch bei den bildenden Künsten eben auch der Fall ist. Und erst mit diesen neu hinzugewonnenen Freiheitsgraden kann man dann eben auch gehaltsästhetische Werke komponieren. Wenn ich nun auf 1,5 Jahrzehnte Doing Music Philosophy zurückblicke, dann würde ich folgendes Fazit ziehen. Musikphilosophie ist nur in historischen Ausnahmesituationen überhaupt möglich, wo sich nämlich die gesamte Musikkultur im Fluss befindet, wo sich sowohl die technischen, die sozialen, die ökonomischen und die ästhetischen Parameter zur gleichen Zeit verändern. Und genau ein solcher vollkommen unübersichtlicher Zustand, der benötigt eben dann die Komplexitätsbewältigungskompetenzen der Philosophie. Dann sind diese gefragt. Also man braucht dann eben neue Theorien, neue Modelle, neue Begriffe, neue Unterscheidungen, um diesen Transformationsprozess überhaupt beschreiben zu können. Und wenn die Theorien brauchbar sind, also auf Resonanz stoßen in der Musikszene, dann generiert die Musikphilosophie auch ihr eigenes Material. Es entstehen theoretische Folgeprobleme. Komponisten schicken einen ihre Werke zu, weil sie sich in diesen Beschreibungen wiederfinden und verorten. Man wird in Kontroversen verwickelt und man wird zu verschiedenen Projekten eingeladen. Ein anderer Aspekt ist, dass man eben ständig durch dieses Theorieprisma, was man selbst entwickelt hat, auf die Musikszene blickt. Also die Musikphilosophie funktioniert eben wie ein Beobachtungsinstrument, also sowohl für einen selbst als auch natürlich für andere, die solche Bücher lesen oder Texte lesen. Und in dem Moment gewinnt man eben erst die Chance, wirklich genuin neue Werke zu entdecken. Also die unter den alten Wertekriterien und den vorherrschenden Wertekriterien eher als misslungen oder als belanglos gelten würden, nach den eigenen sozusagen selbst generierten Wertemaßstäben sind sie aber großartig oder wegweisend und besonders relevant. Wenn diese Werke wirklich innovativ und neu sind in ihrer Zeit, also wie zum Beispiel Johannes Kreidlers Fremdarbeit von 2009 oder Trond Reinholzens Ö-Serie, dann fehlen der Musikkritik hierfür gewöhnlich die passenden Begriffe. Und natürlich fehlt manchmal auch der Mut, solche avancierten Werke positiv zu besprechen. Und anders als die Musikkritik, die im Prinzip alles beurteilen muss, was irgendwie von bekannten Komponisten an einen wichtigen Orten aufgeführt wird, kann sich die Musikphilosophie eigentlich darauf beschränken, nur positiv über bestimmte Werke zu schreiben. Also es gibt eigentlich keine negativen Werkbeschreibungen in meinen Büchern oder Kritik in meinen Büchern in dem Sinne. Die Funktion einer Musikphilosophie besteht eben gar nicht darin, bestehende Qualitätskriterien anzuwenden, sondern ihre Funktion besteht eigentlich darin, neue Qualitätskriterien oder neue Unterscheidungskriterien zu generieren. Und das Beste am Schreiben einer Musikphilosophie ist sicherlich, dass man immer wieder überrascht wird, wie etwa von der Anfrage hier, die mich hierher geführt hat, nämlich einen Vortrag zu halten, Doing Music Philosophy, also eine Aufgabe, an die ich selbst noch nie gedacht habe. Und zumindest ich habe bei der Ausarbeitung des Vortrags doch sehr viel über Musikphilosophie gelernt. Vielen Dank.